Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Village. Und heute schon die dritte Folge. Wir sind gerade ganz knapp von diesem Typen da entkommen, der uns mit ein paar Spielchen töten wollte. Fand ich sehr nett. War ganz sympathisch eigentlich. Ja, und jetzt gehen wir Richtung Schloss. Das echt schick aussieht. Nein, ey! Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. What the hell? Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, kann man so sagen. Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Ja, dann... Willkommen, Ethan. Da ist ein Geschenk für dich angekommen. Was, wo? Yo, wow, was gibt's denn hier alles für Waffen? Ja, die nehmen wir mal, ne? Ausgezeichnete Wahl. 1000 willst du für ein Heilmittel? Dachte, das ist doch. Will ich doch verarschen. Was haben wir hier? Ist das ein Lichtschwert? Ja, einfach ein Lichtschwert hier. Ja, wie cool. Einfach ein fucking Lichtschwert. Kämpfe deine Treue! Wieso gibt's denn hier nichts mehr, Junge? So? Warte, was? Leute, was ist das? Warum? Ist das cool? Geh nicht verschwenderisch mit deiner Munition um! Ja, ich hab unendlich. Also ich würde sagen, dass das Gameplay auf jeden Fall nochmal ein bisschen mal aufrunden, oder? Einfach Lichtschädigung. Da kann mich keiner mehr aufhalten. Hier sein? Schloss Dimitrescu. Weiß ich nicht. Schauen wir jetzt. Da hat doch gerade jemand was geschrien. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Ah, ein Speicherplatz. Nett. Cool. Irgendwas mit Engeln. Oh, Fliegen. Suchst du nach Rose? Ja, zufälligerweise schon. Also. Ey. Ah. Blut. Ich muss halt, au, ihr müsst mich doch nicht so ziehen. Au, meine armen Beine, Alter. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Gut, dann zeigt mal her. Oh, hi. So sieht man sich wieder. Sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm?
Also sein Bruder. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Also eigentlich habe ich nicht so viel zu bieten, außer... au, au! Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Kriege ich auch einen Anteil? Zieht ihn hoch. Hey. Au. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Also, euer Gelächter geht mir so langsam echt auf den Kieker, wisst ihr das? Lass mich runter! Ja, ja, hau bloß ab. Also echt nett war das jetzt nicht. Au. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah. Nein, nicht da auch noch. Oh, ich kann den Schmerz spüren. Gefühlt. Sie sind doch völlig krank. Heilmittel, Heilmittel. Ah. Ich, Junge, das tut doch übelst fucking weh. Wieso tun die einem das an, ey? Oh, ein fetter Schleier. Ich schieße ja alles kurz und klein. Dankeschön. So, Mädels, wo seid ihr? Wo haben Sie Rose hingebracht? Huch. Okay. Huch. So sieht man sich wieder. Wie bist du jetzt hier hingekommen? Was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen. Brauchst du irgendwas? Hast du noch eine andere Waffe? Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Ach so, ich kann alles verkaufen. Ah. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo er hin muss. Oh nein. Aua. Ne. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Und sieh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Weiß ich nicht. Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. Das kommt ganz drauf an. Nicht
Ich kann mich kaum noch beherrschen. Hi. Schmeck ich wirklich so gut? Ja? Das nehme ich mal als Kompliment, ne? So ist es gut. Hä, bin ich dumm oder so? Oder habe ich das echt nicht gesehen? Lol. Alles klar. Kommst du auch? Nee? Okay. Wie konnte ich das nicht sehen, Alter? Ach, da ist sie. Er legt ein Bein in der Hand. Papier. Folterinstrumente und so Kram. Ganz nett. Boah. Hilfe, wo kam der denn her? Ist da jemand? Hi. Oh Gott, eine Toilette. Ups. Ingrid. Kannst du mir sagen, wer Ingrid ist? Nein. Die sieht so aus, als wäre die Sif. Oh ja, ich glaube, dann lass uns doch mal was ganz cooles Haus machen. Ja, komm. Oh. Ach, das war schon alles? Ach, komm schon. Im Ernst? Also ich hab das Lichtschwert rausgezogen. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Was ist denn hier hinter? Noch jemand da? Kann noch jemand bekämpfen? Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Ja. Das glaube ich auch. Wieso ist die eine im Kerker? Ich gebe das zum Abendbrot. Nee, danke. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Ich bin nicht so klein. Deine Kugeln können mir nichts an. Du dreckige Missgeburt! Ups. Dafür. Tut mir aber leid. Oh. Sorry. Das war nicht beabsichtigt. Echt nicht. Sanguini Vini. Dingster Bugster. Lockpick. Oh, das ist sogar der richtige. Kultjahr, okay, wo soll der denn hinführen? Irgendwas verpasst? Soll ich dich rumführen? Oh, nein, danke. Ich brauche echt keine Führung jetzt gerade.
Okay. Als wenn sie mich nicht gesehen hat, Alter. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Sie ist ein bisschen in Eiswind gekommen. Ich weiß, echt schlimm. Okay. Die gucken zu dem Reiter? Okay. Die Frau guckt auf die Frau. Ah. Okay, weird. Es wird ja ein bisschen Zeit für ein bisschen Lichtschwert-Action, oder? Ach du Scheiße! Super. Ich das nicht für jetzt schon. One-Eye. Na, was ist denn? Na komm! Mensch. Also ich wusste ja, dass ihr... Hä? Okay. Das Rote ist anscheinend powerful. Rot ist anscheinend stärker. Wie ändere ich die Farbe wieder? Junge. Okay, dann hat nicht Lichtschwert. Dann aber auf die harte Tour, ja? Okay. Halt die harte Tour. Ah, du siehst mich natürlich nicht, ne? Nee, nee. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Oh! Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Ist ja gut, Madame.
Sehr gut. Sehr gut. Oh, shit. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von mir? Du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern. Das ist gar nicht so. Versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Nein, eigentlich nicht. Was fällt dir ein? Oh. Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Ja, ja, mach Madam. Doch. Du kannst mich mal. Genau. Kannst du mich mal, Alter? Madam, ich hab meine Tage. Oh. Scheiße! Als ob ich dich gehen ließe. Er wirst du zerfleischt. Als dass du dein Kind wieder siehst. Kann ich Waffen benutzen? Ich werde dir zeigen, was es heißt, die nicht zu beleidigen. Die Weitheit ist unusable. Zeit zu sterben! Nee, nee, au! Es gibt kein Zurück mehr! Au, 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 au. Mach doch, mach doch, mach doch, mach doch! Oh, eine Maske. Du kannst nicht davonlaufen. Meine Hand, Alter. Ja, genau. Also plötzlich kann er seine Hand wieder bewegen. Ja, ist klar. Okay. Scheiß auf dieses Schloss. Ja. Ja, ich würde sagen. Damit war es das für diese Folge. Wenn ihr das ja eingeschaltet habt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn. Mein Gott. Wenn ich meinen Speicherpunkt gefunden habe. Speicherpunkt. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Ist gerade echt, Duke. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? So. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Ach ja. Du möchtest etwas kaufen? Das Magazin. Keine Ahnung. Ja, was ich sagen wollte. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis nächstes Mal. Er sagt es. Bis nächstes Mal. Macht's gut und ciao. Euer Wildgamer.